Meine Enkelsöhne sind genug bestraft worden. Ich höre nur sehr selten von ihnen. Ich nehme an, sie wollen mir ihre Misere ersparen. Und dieses Monster, der Mann, der verantwortlich ist für ihr Unglück? Er lebt und atmet noch, Mr. Holmes. Auf seinem Gesicht ein freches Lächeln und ein Herz so hart wie Stein. Sie hätten mich früher rufen lassen sollen. Hätte ich nur früher von Ihnen gewusst, Holmes. Ein Freund nannte mir Ihren Namen. Er hat großen Respekt vor Ihnen, weil Sie ein Mann mit Sinn für Gerechtigkeit wären. Holmes, ich hoffe, Sie mögen Gedichte. Auf dem Deckblatt. Come, Devil. Mhm. Ich hoffe, dass Ihnen dieser Hinweis in der Sache weiterhelfen wird. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe Sie nicht meineswegen rufen lassen, Mr. Holmes. Dafür ist es bereits zu spät. Ich will nur verhindern, dass anderen Menschen dasselbe geschieht. Bei dem Gedanken, wie dieses Haus von den Stimmen der heranwachsenden Knaben widergehallt haben muss, umfing mich eine große Traurigkeit. Wir haben einen Kerl, der mit einem lächelnden Gesicht und einem Herzen aus Stein schwache Menschen quält. Ein gewiefter Erpresser. Ich hörte Gerüchte über ihn. Doch niemand erwähnte seinen Namen. Ich habe in den Zeitungen nichts davon gelesen, nicht einmal andeutungsweise. Haben Sie Ihre Notizen zur Hand? Sie hat zwei Enkelsöhne. George, der Ältere, das ist der Vicomte Croft, wurde in verfänglicher Situation erwischt. Von dem Dreierspiel las man in den Zeitungen. Man lockt erst einmal einen Herrn in das Bett einer Prostituierten. Dort wird er dann in flagrante erwischt. Daher kommt der Name. Wie gewöhnlich hat die Presse sehr schlampig recherchiert. Die Frau war eine Schauspielerin, so weit, so gut. Doch er wurde nicht in flagranti erwischt. Mrs. Hudson! Seine Frau kommt aus einer sehr vornehmen Familie. Ein gefundenes Fressen für die Presse. Und sein Bruder? Edward? Oh, um seinen Bruder zu rächen, ging er mit einem Revolver bewaffnet zu dem Komplizen. Sein Name ist, Feig. Der Bruder nahm den Revolver und schoss ihm ins Gesicht. Der Mann hat überlebt, aber eine tiefe Narbe zeichnet sein Gesicht. Er verschwand nach dem Prozess. Wenn wir ihn finden, wird er uns zu unserer Beute führen. Fühlen Sie sich nicht wohl? Ich kann mich nicht. Dann bringen Sie das raus. Sie wissen, ich hasse Kohlgeruch. Aber sicherlich kennen die beiden Brüder ihren Erpresser. Wegen des Skandals hat der ältere Bruder das Land verlassen. Edward folgt ihm nach Verbüßung der Strafe. Sie leben verarmt in Frankreich. Auf Wiedersehen, Mrs. Hudson. Danke. Prinz Murat beabsichtigt, die Baroness von Egerlop zu heiraten. Er hat seine erste Frau, Prinzessin Malai de Wagram, vor 10 Jahren verloren. Lord Rosebery ist zum großen Festessen der Messerschmiede in Sheffield eingeladen worden. Sie geben sich keine Mühe. Also wirklich, Holmes. Seit heute Morgen um 9 lese ich Ihnen aus den Zeitungen vor, aber Sie zeigen bisher auf keinen Artikel eine Sobald Sie etwas vorlesen, was meine Aufmerksamkeit erregt, werde ich auch bestimmt reagieren, Watson. Hier, das ist interessant. Lord Hawks reist mit seiner Cricketmannschaft im nächsten Monat nach Philadelphia und Toronto. Was verstehen die Leute auf diesem Kontinent von Cricket? Die ehrenwerte Miss Miles löst 2 Tage vor der Hochzeit ihre Verlobung mit Colonel Dorking. Besonders wichtig in der Modewelt der Damen ist kommenden Winter der Kopfschmuck. Das ist Lestrade. Ein Offiziersbursche hat den Brief gerade abgegeben, Sir. Sehr gut. Ich weiß aber gar nicht, ob er da ist, Inspektor. Inspektor! Mr. Holmes, Sie wissen, weshalb ich komme. Sagen Sie es mir bitte. Ich komme wegen des Briefes. Er kam in diesem Umschlag an.
Er ist aus den Räumen von Colonel Darkin gestohlen worden und wurde vor nicht einmal 20 Minuten, Dr. Watson, hier vor der Tür ausgehändigt. Dürfte ich Sie fragen, ob Sie ihn haben? Er wurde hier abgeliefert, ja, aber nicht gestohlen. Es handelt sich um eine persönliche Nachricht an mich. Um Beweismaterial. Der Colonel ist tot. Das wissen wir. Durch eigene Hand. Ein Verbrechen ist wohl auszuschließen. Und warum sind Sie so sicher? Weil sein Brief es beweist. So. Und warum schreibt er einen Brief an Sie, Holmes, wenn er Selbstmord begehen will? War der Colonel Ihnen bekannt? Ich habe ihn nie getroffen. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Doch besser ist, Sie geben ihn gleich her. Er wird Ihnen nicht helfen. Und deshalb kann ich verstehen, dass ich mich gezwungen sehe in diesem... Offenbar hatte er diesen Brief nach Vorsicht zu engagieren. Aber dann überlegte er es. Und starb wie ein Offizier. Was hat er nur gemeint mit... Also, was wollte er andeuten? Wir werden es nie erfahren. Er war doch schließlich verlobt und hat bald heiraten wollen. Das kam ja schon leider sehr oft vor. Und passiert doch immer wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Sie meinen also, es war Erpressung, nicht wahr? Gut kombiniert. Ihren Sarkasmus können Sie sich sparen, Mr. Holmes. Ich weiß, Sie tappen genauso im Dunkeln herum wie ich. Was die Identität des Erpressers angeht. Aber ich weiß genau. Dorking war nicht sein erstes Opfer und bestimmt versucht er es wieder. Auf Wiedersehen, Sir. Aber ich werde doch davon erfahren, wenn Sie etwas hören. Ich machte einen großen Fehler und brauche sofort Ihre Hilfe. Zu dumm, dass er den Namen des Erpressers nicht genannt hat. Er hat. In seinem Brief war das hier. Charles Augustus Milverton. Appledore Towers, Hampstead, Kunsthändler. Camouflage. C-A-M. Camden. In meiner Laufbahn hatte ich es mit 50 Mördern zu tun. Aber niemals war ich von einem derart tiefen Gefühl von Abscheu ergriffen. Wie bei Charles Augustus Milverton. Milvertons Höhle. Eine Festung! Das war zu erwarten. Er lebt in einem Gefängnis. Ein Menschenverächter, würde ich sagen. Was denken Sie, macht den Milverton dazu? Er war bestimmt als Kind sehr isoliert. Zu wenig Zuwendung. Er ist bestimmt in irgendeinem Londoner Vorort aufgewachsen. Warum nicht in Soho oder am Leicester Square? Trotz aller Lasterhaftigkeit findet man in diesen Bezirken noch Wärme, Güte und Menschlichkeit. Eine interessante Beobachtung. Milverton. Ich habe eine Aufgabe für Sie, wenn Sie Lust haben, und zwar den Besuch einer Galerie. Und was machen Sie? Denken Sie nicht, dass die ehrenwerte Miss Miles eher einen Besuch verdient, wo Colonel Dorking in seinem Brief schrieb, dass er Ihre Hilfe... Das ist vorbei, Watson. Wir müssen alles daran setzen, sein nächstes Opfer schnell aufzuspüren. Ich spioniere also heute Abend Milverton aus. Und wir müssen herausbekommen, welchen Ruf er bei anderen hat. Soll ich ihn in ein Gespräch verwickeln? Ja, aber seien Sie vorsichtig. Moment! Ja? Das Mädchen möchte sich wegen der Stelle vorstellen. Ah, gut. Kommen Sie her. So, was willst du mir denn verkaufen, mein Kind? Und wie heißt du? Lily, Sir. Ah, Lady Eva Blackwell. Mhm.
Ich hoffe, ich werde nie wieder ein so berechnendes und unaufrichtiges Lächeln wie das von ihm sehen. Charles Augustus. Er ist mir als ein ausgezeichneter Kunstkenner beschrieben worden. Ein Geschäftsmann, der jedem Künstler zu einem Vermögen verhelfen kann. Wenn er sich ihm anvertraut. Dieses Geschöpf der Hölle. Er ist Mitglied in einer Reihe von Londoner Clubs. Ich nehme an, das liegt daran, dass man nicht wagt, ihn nicht aufzunehmen. Der Diogenes schon. In diesem Club ist mein Bruder Mitglied. Ich hörte von ihm, dass er sich dort vorstellte, doch er bekam eine Abfuhr. Ihr vornehmer Erpresser wurde in Balham geboren. Als einziges Kind eines Glasers und seiner Frau. Ihre Informationsquelle? Oh, verschiedene Quellen. Ich wandte Ihre Methoden an. Wie lief es bei Ihnen? Ich war in der Festung. Ich habe eine Klempnerfirma gegründet. Der Name ist Escott. Der Butler, der sich Hepworth nennt, ist niemand anderes als Wyke, der Lakai, dem ins Gesicht geschossen wurde. Da bin ich ganz sicher. Vielleicht hat Milverton ihn ja als Belohnung für sein Schweigen während des Croft-Skandals eingestellt. So war es wohl. Holmes, ich habe eine Idee. Ich glaube, es gibt einen Weg, diesen Milverton zu überführen. Wir müssen ihn verleiten, jemanden zu erpressen, der unschuldig ist. Tut Milverton das, könnten wir ihn schnappen. Also nehmen wir mal an, dass jemand an mich indiskrete Briefe geschickt hat. Von wem bekämen Sie denn solche Briefe? Von jemandem, den wir kennen. Und Sie als Klempner verkaufen Sie an Milverton weiter. Wenn das Geld übergeben wird, wird Lestrade ihn einfach festnehmen. Rechtlich gesehen sind uns die Hände gebunden. Bis ein Erpressungsopfer bereit ist, den Mann bei der Polizei anzuzeigen und seinen Ruf riskiert. Es muss doch einen Weg geben, diesem Teufel irgendwie beizukommen. Es gibt einen. Milady haben Besuch. Lady Blackwell erwartet mich, Johnson. Der Earl of Dovercourt, Milady. Jetzt hören Sie doch schon mit diesem Theater auf. Liebling, das ist Mr. Milverton. Erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was führt Sie hierher? Was mich hierher führt? Sollen wir seine Lordschaft in unser kleines Geheimnis einweihen, Lady Eva? Nein. Gut, wie Sie wünschen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Er zerrt an den Nerven seiner Opfer, um seinen ohnehin schon prallen Geldbeutel noch weiter zu füllen. Er ist das widerlichste Subjekt, das in London herumläuft. Wie schlüpfrig das vor sich hinkriecht. Ja, haben wir denn nichts Besseres zu tun, als hier herumzustehen, Holmes? Machen Sie doch einen Vorschlag. Wir sollten die Flucht nach vorn antreten, ihn herausfordern. Erst denken, dann zuschlagen. Inzwischen wird er, genau wie die hier, unbarmherzig seine Opfer erdrücken und verschlingen. Und wir tun nichts, um ihn daran zu hindern. Holmes! Ich denke, es wird Sie interessieren, dass ich seit kurzem verlobt bin, Watson. Ach ja, gratuliere. Mit dem Hausmädchen von Milverton. Mit wem bitte? Ich brauchte Informationen. Diesmal sind Sie wohl ein bisschen zu weit gegangen. Aber dieser Schritt war leider notwendig. Wir haben uns öfter unterhalten. Es ist wunderschön gewesen. Was soll aus ihr werden? Es war unvermeidbar. Tja, bei diesem Fall steht so viel auf dem Spiel, dass sich so etwas leider nicht vermeiden lässt. Ich habe glücklicherweise noch einen hasserfüllten Rivalen, der sie mir ausspannen wird, wenn ich ihr den Rücken kehre. Was für ein herrlicher Tag. Ihnen gefällt dieses Wetter? Sie ist da. Mein Vater starb, als ich 12 war. Meine Mutter zog es vor, weiter draußen auf unserem Landsitz zu wohnen. Lord und Lady Swinstead haben mich dann aufgenommen. Und voriges Jahr haben sie dann meine Beisaison hier arrangiert. Geben Sie mir Ihre Handschuhe. Mrs. Hudson, was wollen Sie denn schon wieder hier? Sie waren heute noch nicht draußen, Mr. Holmes.
Und man muss kein Detektiv sein, um zu sehen, dass die junge Dame hier noch vor kurzem bettlägerig war. So ist es doch, nicht wahr? Hier, damit Sie wieder rosige Wangen bekommen. Vielen Dank. Die Brühe ist eine sehr gute Idee von Ihnen. Mrs. Hudson, Sie können wieder gehen. Verschwinden Sie! Er war meine erste Liebe. Er ist der Sohn der Nachbarsfamilie, also in Suffolk. Wir passten aber nicht zusammen, wissen Sie. Er ist nicht aus guter Familie. Vor einem Jahr ging ich nach London. Damals habe ich mich dann von ihm getrennt. Ich wusste nicht, dass ich ihm damit so wehtun würde. Er schickte meine ganzen Briefe zurück. Ich habe die Briefe immer in meiner Schatulle verwahrt. Gut. Aber was ist der Inhalt dieser Briefe? Alles nur kindisches Geschwätz. Aber offenbar genug, dass Zweifel aufkommen bei Ihren zukünftigen. Harry ist furchtbar stolz auf mich. Ich muss sagen, ich habe doch manches Mal Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, die er an mich hat. Ein furchtbares Gefühl. Und Ihr Hausmädchen hat diese Briefe gefunden? Lily, ja. Mhm. Ich vertraute ihr. Ich kann immer noch nicht fassen, dass sie mich betrogen hat. Woher wusste Lily etwas von Milverton? Ich glaube, sie muss auf ihn gekommen sein, als meiner Freundin Briefe durch ihn zugestellt worden sind. Charlotte. Ihre Hochzeit mit Colonel Dawkins stand kurz bevor. Also der Inhalt von diesen Briefen ist überaus schockierend gewesen. Lily und ich waren damals dabei, als sie diese Briefe bekommen hat. Wenn ich daran denke, dass mir jetzt das gleiche Schicksal bevorsteht. Alles wird wieder gut werden, Lady Eva. Aber was kann man tun? Denn am 12. schon soll die Hochzeit sein. Er will das Geld. Er will die gesamte Summe schon am 8. von mir haben, 4 Tage vor meiner Hochzeit, am Tag des großen Balls. Ach. Lord Dovercourt hat eine große Hochzeitsfeier arrangiert. Er hat halb London dazu eingeladen. Mir graut davor. Wenn Sie sich mir anvertrauen, dann werde ich Milverton mitteilen, dass ich von Ihnen beauftragt worden bin, für Sie die bestmöglichen Bedingungen auszuhandeln. Meine Mittel sind begrenzt, Mr. Zum Verhandeln werden Sie reichen. Ich kann bei Ihnen nicht mit leeren Händen auftreten. Lady Eva, Sie müssen Mr. Holmes vertrauen. Und vor allen Dingen auch seinen Methoden. Mrs. Hudson wird Sie hinausbringen. Es wird schon werden. Hören Sie, diese junge Dame muss mit großem Taktgefühl behandelt werden. Oder sind Sie der anderer Meinung, Mr. Holmes? Es muss Sie großen Mut gekostet haben, alleine herzukommen. Ich glaube, dass Lady Eva und das Hausmädchen von Milverton sehr viel gemeinsam haben. Und das wäre? Kraft. Sind Sie soweit? Ja. Mr. Sherlock Holmes? Ja. Der Herr dort. Kann man auf seine Diskretion vertrauen? Dr. Watson ist mein Freund und Partner. Ich habe nur im Interesse Ihrer Klientin gefragt. Ich hoffe, Sie verstehen. Immerhin ist diese Sache äußerst heikel. Dr. Watson weiß von der Sache. Darf ich? Oh, vielen Dank. Dann kommen wir am besten gleich zum geschäftlichen Teil. Sie sagten in Ihrem Brief, dass Sie im Auftrage von Lady Eva handeln. Sind Sie bevollmächtigt, meine Bedingungen zu akzeptieren? Dürfte ich fragen, welche Bedingungen? 7.000 Pfund. Und die Alternative? Mein Herr, es ist mir sehr unangenehm, Ihnen das zu sagen, aber Ihnen sollte klar sein, dass die ganze Sache von mir mit äußerster Sorgfalt eingefädelt worden ist. Und habe ich das Geld am 8. nicht, dann wird die Hochzeit am 12. bestimmt nicht stattfinden. Natürlich sind wir mit dem Inhalt dieser Briefe vertraut.
Wir werden unserer Klientin empfehlen, ihrem zukünftigen Ehemann alles zu erzählen und an seine Großmut zu appellieren. Offenbar kennen Sie Lord Dovercourt noch nicht. Was macht diese Briefe denn so gefährlich? Ha! Die Briefe sind äußerst pikant. Die Dame hat eine lebhafte Fantasie. Aber ich fürchte, der Earl of Dovercourt wird an diesen Briefen wenig Gefallen finden. Aber wie Sie wollen, ich habe nicht vor, Sie zu beeinflussen. Wenn Sie es für richtig im Interesse von Lady Eva halten, wäre es gewiss, dumm zu bezahlen. Immerhin verlange ich ja eine... Sie greifen vor! Angesichts einer so delikaten Sache möchten wir einen Skandal selbstverständlich vermeiden. Ach, ich habe doch gewusst, dass Sie zu dieser Einsicht gelangen würden. Die Summe, die von Ihnen gefordert wird, übersteigt Ihre Möglichkeiten bei weitem. Geben Sie die Briefe für die vorgeschlagene Summe zurück, denn mehr können Sie nicht verlangen. Was Sie über die Vermögensverhältnisse von Lady Eva sagen, das mag ja wahr sein, doch Ihre bevorstehende Hochzeit ist, glaube ich, für Ihre Verwandten und Freunde ein passender Augenblick, ihr ein bisschen unter die Arme zu greifen. Warum sollen sich diese Leute denn den Kopf zerbrechen über das richtige Hochzeitsgeschenk? Meinen Sie nicht auch, dass ihr dieses kleine Bündel Briefe mehr Freude bereiten wird als sämtliche Butterdosen London zusammengenommen? Absolut unmöglich. Es ist absolut unmöglich. Ach, Herr Jemini, es ist wirklich zu schade. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Lady Eva gut beraten ist, wenn sie es nicht zumindest einmal versucht. Schauen Sie sich das einmal an. Dieser Brief gehört... Ach nein, ich denke doch, es ist nicht ganz fair, Ihnen vor morgen früh zu sagen, wem der Brief gehört. Denn morgen früh erst wird er in der Hand Ihres Mannes sein. Nur weil sie nicht bereit ist, eine kümmerliche Summe zu bezahlen, was ihr überaus leicht fallen würde, wenn die betreffende junge Dame nur ein paar ihrer Diamanten einfach zu Geld machte. Zu dumm? Vielleicht ist Ihnen kürzlich eine kleine Meldung in der Morning Post aufgefallen. Das unerwartete und bedauernswerte Ende der Verlobung von Colonel Darking und Miss Miles betreffend. Ja. Die Sache fand ein tragisches Ende. Sowas kommt einem Mord gleich. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Milverton? Wie ein Mann sich in so einem Augenblick verhält, das ist vollkommen seine Sache. Ich habe nichts damit zu tun, Sir. Was Sie eben sagten, ist die reine Frechheit. Sie allein! Sie sind für seinen Tod verantwortlich. Es ging um einen völlig lächerlichen Geldbetrag. Tatsächlich, mit 1200 Pfund wäre damals diese ganze Affäre erledigt gewesen. Überaus schade, nicht wahr? Und ich stelle fest, dass Sie, Mr. Holmes, ein Mann von Welt, sich als Pfennigfuchser gebärdet. Während die Zukunft Ihrer Klientin völlig in Ihrer Hand liegt, ich darf sagen, das überrascht mich schon ein wenig. Der Betrag kann nicht beschafft werden. Für Sie wäre es doch sicherlich besser, diese nicht unbedeutende Summe anzunehmen. Warum wollen Sie Lady Evas Zukunft ruinieren? Sie haben doch rein gar nichts davon. Das ist ein Irrtum, mein Herr. Ihre Bloßstellung würde mir ganz bestimmt indirekt von allergrößtem Nutzen sein. Ich habe zurzeit 8 oder 10 ganz ähnliche Fälle in Vorbereitung. Ich werde als nächstes an Lady Eva ein Exempel statuieren. Sowas spricht sich gewiss ganz schnell herum. Die anderen werden dann sicherlich meinen Argumenten leichter zu folgen wissen. Begreifen Sie? Zeigen Sie uns diese Briefe. Mr. Holmes, ich habe bedeutend mehr Originalität von einem Mann wie Ihnen erwartet. Das haben vor Ihnen schon viele bei mir versucht. Zum Beispiel der junge Edward Croft. Edward Croft? Ihren Diener Wyke traf die Kugel, die für Sie bestimmt war. Sie haben sich offenbar schon umgehört. Also müssen Sie auch wissen, dass ein Angriff auf mich noch niemals Erfolg hatte. Ich bin bis zu den Zähnen bewaffnet und zwar zu jeder Zeit, versuchen Sie es nur... Denn ich bin immer bereit, von den Waffen Gebrauch zu machen, weil das Gesetz stets auf meiner Seite ist. Möglicherweise bekommen Sie Gelegenheit, Ihr Versprechen anzulesen. Mr. Holmes hat gesagt, er will auf keinen Fall gestört werden. Kommen Sie später wieder hinaus. Mrs. Hudson, ich will nicht gestört werden. Da hören Sie es selbst. Mr. Holmes, Sie werden mich doch bestimmt nicht für so dumm halten, dass ich meinen Lebensunterhalt einfach so bei mir trage. Ich wollte mich nur vergewissern. Also dann, meine Herren, ich muss heute noch ein paar Verhandlungen führen. Und es ist ein weiter Weg nach Hampstead.
Holmes, ich bin durchaus ein Kunstliebhaber. Aber meinen Sie nicht, dass es nach der gestrigen Begegnung besser ist? Kunst ist Balsam für den Verstand. Vor allem im Moment der Entscheidung. Wir haben einiges über Milverton erfahren. Er ist skrupellos, doch eine Offenbarung ist das nicht. Wir wissen, dass er eitel ist, also in gewisser Weise sehr verwundbar. Dass seine Kutsche beschädigt worden ist, hat ihn offenbar sehr getroffen. Solche Schwächen müssen wir ausnutzen. Wollen Sie zum Vandalen werden? Wir nutzen jede Schwäche von ihm. Ah, ich wünsche einen guten Tag, Mr. Stokes. Ich habe gesagt, ich will nicht gestört werden. Was ist denn? Ein Mr. Sherlock Holmes möchte Sie sprechen, Sir. Oh, Aggie, du rührst mein Herz. Mr. Holmes? Ich komme, um Ihnen mitzuteilen, dass meine Klientin ihre Bedingungen akzeptiert. Sie handelt äußerst klug, wenn ich das sagen darf. Sie bittet um einen kleinen Gefallen. Und der wäre? Die Übergabe der Briefe soll erst am 9. stattfinden, da am 8. zu einer großen Gesellschaft geladen ist. Deshalb ist sie momentan so beschäftigt. Die Gesellschaft, ja. So, dann bringen wir das Geschäft um 10 Uhr am folgenden Morgen zum Abschluss. 7.000 Pfund. Wie Sie verlangten. Hier oder in der Baker Street? Hier, Baker Street. Vielleicht besser auf neutralem Gebiet. Der Diogenes Club. Sie sind doch Mitglied, oder? Sie erlauben? Dieser plötzliche, unerwartete Umschwung. War das etwa Ihre Idee? Ich konnte meine Klientin nicht einfach in ihr Unglück laufen lassen, Mr. Milverton. Sie sind der Sieger. Mein seliger Mann und ich waren für Sie eine zweite Familie. Das ist der Grund, warum ich Sie aufsuche. Dieser Mann, der Sie erpresst, wie heißt er? Charles Augustus Milverton. Er ist ein Kunsthändler. Ja, ich hörte bereits von ihm. Dieser Mann schreckt vor nichts zurück, er lebt von schmutzigen Gerüchten. Und Mr. Holmes, wie beurteilt er diesen Fall? Wie immer weiht er niemand in seinen Plan ein, doch ich bin mir sicher, Holmes hat irgendetwas vor, Milady. Ah, Holmes. Lady Swinstead ist bereits über alles in Kenntnis gesetzt. Wir haben jetzt keine Zeit zu verlieren. Mr. Holmes. Wenn Geld ein Problem sein sollte, dann... Nein, bemühen Sie sich nicht. Können Sie einen Erfolg garantieren? Das zu garantieren wäre dumm, Lady Swinstead. Doch ich versichere Ihnen, ich gebe immer mein Bestes. Dann werde ich mich damit zufrieden geben müssen. Es muss dafür gesorgt werden, dass er schweigt. Kennt die Dame Milverton? Mit Namen? Ja, ich habe ihn ihr genannt. War das verkehrt? Watson, diese Rechnungen hier müssen endlich bezahlt werden. Ich's vergesse, ich habe uns Einladungen besorgt für die Gesellschaft, die Lord Dovercourt veranstaltet. Das Haus liegt einige Meilen außerhalb Londons, aber das tut meinem Plan keinen Abbruch. Welchem Plan? Ich werde noch in derselben Nacht in Milvertons Haus einbrechen. Einbruch, mein Gott, bedenken Sie, was Sie tun, Holmes. Betrachten wir es einmal völlig nüchtern, dann werden Sie zugeben, dieses Vorgehen ist moralisch absolut gerechtfertigt. Ja, aber gleichzeitig kriminell. Gut, aber Sie haben mir helfen wollen, als ich seine Taschen ausplündern wollte. Ein Verfahren, das genauso kriminell ist. Das war spontan. In Momenten wie diesen kann man kaum nachdenken. Nachdenken? Zu überlegen gibt es nichts, Watson. Hier hilft mir mein Verstand nicht weiter. Eben das ist der Fluch bei dieser Sache. Und wenn Sie nun gefasst werden, dann endet Ihre großartige Laufbahn in Schande und Misserfolg, das wissen Sie. Was sind Schande und Misserfolg denn schon gegen Aufgeben? Mein lieber Watson, Sie kennen mich, glaube ich, gut genug, um zu wissen, ich würde niemals ohne Not diesen Weg beschreiten. Die Briefe müssen wieder her. Und nur so kann ich sie bekommen, Watson. Erst zuschlagen, um dann zu überlenken? Hervorragend, wundervoll. Und was denken Sie, tut dieser Milverton? Wahrscheinlich wird er Ihnen die Tür öffnen und Sie ins Haus bitten, Holmes. Milverton wird auf der Gesellschaft sein. Als Gast von Lady Eva. Also, Holmes, was Sie vorhaben, ist wirklich ungeheuerlich.
Mein Selbstrespekt und auch mein guter Ruf stehen auf dem Spiel. Ich habe keine andere Wahl. Aber ich weise darauf hin. Es gefällt mir nicht. Schuhe? Ja. Masken? Schwarze Seitentaschentücher. Ich sehe, Sie haben für sowas ein natürliches Talent. Das habe ich von Ihnen gelernt. Mr. Hepworth spielt oben noch Billard. Ihretwegen habe ich eine amüsante Gesellschaft verlassen. Ich hoffe, Sie können mich dafür entschädigen. Hätten Sie nicht einen weniger dramatischen Zeitpunkt wählen können? Naja, was nicht geht, geht nicht. Ach du meine Güte, Sie. Ich bin die Frau, deren Zukunft und deren Leben Sie zerstörten. Gute Frau, Sie sind aber auch äußerst widerspenstig gewesen. Paris. Es ist schon eine Ewigkeit her. Sie haben mich schließlich dazu getrieben, oder? Diese Affäre liegt jetzt schon 12 Jahre zurück. Freiwillig würde ich nicht mal einer Fliege etwas zu sagen. Sie warteten nur auf den Moment, wo Sie am meisten Geld herausschlagen konnten. Was hätte ich tun sollen? Ich setzte einen angemessenen Preis. Sie schickten meinem anderen vor kurzem diese Briefe. Ich bezahlen. Ich war es niemals wert, diesen Mann auch nur die Stiefel zu schnüren, so gut war er. Mörder, Sie brachen sein edles Herz. Sie abscheuliche Kreatur. Damals kam ich hierher und Gnade habe ich Sie angefleht und Sie lachten mir nur frech ins Gesicht. Genau wie Sie es jetzt machen, doch Sie sind ein solcher Feigling, dass Ihre Lippen vor Angst vibrieren. Schüchtern mich nicht ein, wenn ich einmal rufe, Sie werden kein Leben mehr zerstören, wie Sie mein Leben zerstören. Sie werden nie wieder Gelegenheit haben, andere Leute zu erpressen. Mr. Charles, um das zu spielen. Ich zeigen und Ihre verständliche Wut entschuldigen. Verlassen Sie bitte sofort mein Haus und dann werde ich nie wieder ein Wort darüber verlieren. Ich werde die Welt von Ihnen befreien, Sie Ungeheuer. Ins Feuer damit! Sie sind frei. Wir kommen zur Versteigerung des Besitzes des verstorbenen Charles Milverton. Artikel 1, eine Kiste mit diversen Gegenständen. Straßschmuck. Artikel 2, eine Büste Athenes, die griechische Göttin der Weisheit und der schönen Kunst. Wer bietet für diese schöne Marmorstatue? 10 Pfund? 20 Pfund? 30? Danke. 30 Pfund sind geboten. 50? 50 Pfund sind geboten. 60? 80 Pfund? 90? 90 Pfund sind geboten. Bietet jemand mehr? 100 Pfund. Bieten Sie mehr, mein Herr? Niemand bietet mehr. Der Herr dort drüben erhält den Zuschlag für 100 Pfund. Mr. Holmes! Was? Ersteigert auf einer Auktion, Mrs. Hudson. Und zwar für 100 Pfund. Warum hat er sie denn bloß zerschlagen? Ich habe gedacht, dass etwas drin sein könnte. Ich gebe zu, was das angeht, lag ich offensichtlich falsch. Danke, Mrs. Watson. Aber mich würde interessieren, warum dieser Franzose Sie haben wollte, Holmes. Aus Sentimentalität. Oder um sicher zu gehen. Nein, Watson. Gewisse Aspekte sind mir dabei peinlich. Bitte verschweigen Sie diesen Fall, Watson. Thank you.
Verdammt, Watson! Sie sind reichlich spät dran. Darf ich vorstellen, Steve Dixie, der Faustkämpfer. Er wäre gar nicht mal so übel, wissen Sie? Wenn er sich nicht ständig mit Gesindel dürfte ich erfahren, was hier los ist. Er steckt seine Nase in Angelegenheiten, die ihn nichts angehen. Ich wollte ihn nur warnen. Doch er wurde frech. Na fein, sprechen Sie ruhig weiter von mir aus. An Ihrer Stelle wäre ich etwas vorsichtiger. Wenn ich Ihnen erst mal ein paar verpasst habe, dann ist für Sie nichts mehr fein, klar? Moment mal! Aufhören, Watson, aufhören! Lassen Sie uns hören, wer ihn zu diesem albernen Überfall angestiftet hat. Setzen Sie sich, Dixie. Reden wir in Ruhe. Sehr schön, danke. Und nun sagen Sie mir, was das alles soll. Ich sag überhaupt nichts, Mr. Holmes. Halten Sie sich von Harrow fern. Ich war monatelang nicht in Harrow. Sie wissen, was ich meine. Ich warne Sie. Ich würde mich dort nicht blicken lassen. Was wissen Sie von diesem Mord an Perkins, der vor der Holborn Bar geschah? Davon weiß ich gar nichts. Ich habe trainiert. Ja, ich war in Birmingham, als der Mord passiert ist. Das können Sie dem Richter erzählen. Mrs. Hudson? Hören Sie, das Ding können Sie mir nicht anhängen, Mr. Holmes. Mrs. Hudson, entfernen Sie diesen Störenfried. Hören Sie, ich habe nur getan, was man mir aufgetragen hat. Beste Grüße an Barney Stockdale. Das haben Sie sich selbst eingebrockt. Raus mit Ihnen, verschwinden Sie und lassen Sie sich hier nie wieder blicken, verstanden? Der große Faustkämpfer gibt sich geschlagen. Gegen Mrs. Hudson ist er chancenlos. Raus mit Ihnen, los! Er gehört zu den Spencer-John-Leuten. Einschüchterung, Erpressung, solche Dinge. Wieso versucht er, sie einzuschüchtern? Nee. Und wer ist Barney Stockdale? Der Boss von diesem Spencer. Nun, aber mich würde interessieren, wer Barney Stockdale bezahlt. Die drei Giebel. Harrow Weald. Sie können sich nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass Sie da sind. Kommen Sie, hier entlang bitte. Es ist lange her, dass ich Ihrem Gatten begegnet bin, aber ich erinnere mich noch gut an ihn. Und das, obwohl er schon so lange nicht mehr unter uns weilt. Oh, probieren Sie bitte den Kuchen. Gerne. Ich habe ihn selbst gebacken. Das klingt gut. Setzen Sie sich doch. Das ist doch Douglas Maberly. Ja. Ich kenne ihn flüchtig. Ein ganz famoser Kerl. Er spielt Rugby für meinen alten Club Black Heath. Ich bin seine Großmutter. Oh. Ich wohne seit ungefähr einem Jahr in diesem Haus und führe ein zurückgezogenes Leben. Vor 3 Tagen erhielt ich einen Anruf von einem Hausmakler. Geld spielt im Übrigen keine Rolle, Madam. Aber in dieser Gegend stehen viele Häuser zum Verkauf. Wieso wollen Sie meins? Es muss dieses Haus hier sein. Mein Klient hat es gesehen und sofort sein Herz daran verloren. Würden Sie mir Ihren Preis nennen? Ich nannte einen Preis, der 500 Pfund über dem lag, was ich bezahlt hatte. Und dann sagte er, dass... Mein Klient würde auch gern die Möbel übernehmen, Madam. Doch nicht etwa alle? Das ganze Inventar. Einige Stücke sind äußerst wertvoll. Nennen Sie einfach nur Ihren Preis, Mrs. Maberly. Und das tat ich. Es war eine hübsche, runde Summe und er willigte sofort ein. Ich habe mir schon immer gewünscht, durch die Welt zu reisen, wenn ich's denn gekonnt hätte. Ich wollte es ja auch schon mit meinem seligen Mortimer. Nun ja, ihm ist es leider nicht mehr vergönnt gewesen. Und dieser Makler hatte Ihnen dann einen Vertrag vorgelegt? Ja, gestern. Glücklicherweise habe ich den Vertrag meinem Anwalt gezeigt, Mr. Sutro. Das ist höchst sonderbar, Mary. Ist Ihnen klar, dass Sie aus diesem Haus rein gar nichts mitnehmen dürfen? Nicht einmal Ihr persönliches Eigentum. Nicht einmal meine Kleider und... Und meinen Schmuck auch nicht? Nein, nichts. Haben Sie das dem Makler gegenüber angesprochen? Ja. Er sagte ausgenommen einiger persönlicher Dinge. Es würde nichts ungeprüft dieses Haus verlassen dürfen. Ist das nicht merkwürdig? Mein Klient ist sehr großzügig, aber er pflegt seine Launen zu haben. Es ist eine Marotte von ihm, dass er immer alles haben will. Entweder alles oder nichts. Dann muss er das Geschäft vergessen.
Hier ist seine Karte. Haynes Johnson. Das war's, keine Adresse. Die werden wir auch schwerlich finden. Ehrliche Leute verheimlichen ihren Geschäftssitz nicht. Ihr Keuchen hat ihr Lauschen verraten. Nun? Ich wollte doch nur wissen, ob Ihre Gäste vielleicht zum Mittagessen bleiben. Zwingen Sie mich nicht zur Gewalt. Mrs. Maybelly, wem gegenüber haben Sie erwähnt, mich konsultieren zu wollen? Ich habe es niemandem erzählt, Mr. Holmes. Wer gab den Brief auf? Das war Susan. Susan, aha. Und wen haben Sie informiert? Nun, niemanden, Sir. Niemanden? Ja. Doch, Susan, jetzt fällt es mir wieder ein. Sie haben mit jemandem im Garten gesprochen. Das war meine Privatsache, Madam. Barney Stockdale. Das wäre schön gewesen. Nur leider kenne ich diesen Mann nicht. Sie bekommen 10 Pfund für die Auskunft, wer hinter dieser merkwürdigen Sache steckt. Ich kenne jemanden, der das 10.000-fache für jedes Pfund zahlt, das Sie je in den Händen halten werden. Ein reicher Mann, hm? Sie lächeln. Eine reiche Frau also. Ich gebe Ihnen 10 Pfund für Ihren Namen. Oh nein, eher treffen wir uns in der Hölle wieder. Ich lasse meine persönlichen Dinge morgen abholen. Madam! Würden Sie uns nun bitte die Umstände der Rückkehr Ihres Enkels aus Italien schildern? Er war ein prächtiger Junge. Sie werden ihn als fröhlich und charmant in Erinnerung haben, Dr. Watson. Sie haben den traurigen, grüblerischen Menschen, der er wurde, nicht mehr erlebt. Sein Herz war gebrochen. Er hatte sich in kürzester Zeit in einen ausgebrannten, zynischen Mann verwandelt. Es ist ein Fall für Langdale Pike. Diese miese Natter? Reden Sie keinen Unsinn, Watson. Er ist vielleicht ein Schwätzer, aber er weiß vielleicht, wer die reiche Frau ist. Schade, auf der Universität war er ein Genie. Aber wissen Sie, mir hat sich immer das Gefühl aufgedrängt, dass er im Grunde seines Herzens sehr einsam war. So wie ich. Sehen Sie mal da. Die junge Frau dort auf der Wiese. Die mit dem lustigen Hütchen. Was tut sie da wohl? Sie sucht nach ihrem Hund. Was? Nein, nein. Unsinn, sicher nicht. Es ist ein Windhund. Wahrscheinlich mit einer Schleife am Halsband. Sie kennt sich hier im Park nicht aus. Genauso wenig wie der Hund. Ach, da ist er ja wieder. Madam? Böser Hund, du darfst doch nicht einfach weglaufen. Woher wussten Sie das? Ihr Schuhwerk. Es ist eher praktisch. Es eignet sich für schwere Böden, also für ländliches Terrain. Wiltshire. Gloucestershire womöglich. Ja, aber finden Sie sie eigentlich attraktiv? Schon gut. Wie so ein Windhund. Man sagt, Besitzer hätten Ähnlichkeit mit ihrem Hund. Das trifft auf Sie zu. Hm? Bemerkenswert. Die junge Dame ist tatsächlich Lady Geraldine Winwich. Wohnhaft in Marlborough? Wiltshire. Nun, mein lieber Holmes, was führt Sie wirklich zu mir? Der verstorbene Douglas Maybelly. Armer Junge. Was für ein sinnloser Tod. Er hatte eine Affäre mit einer Lady. Wohlhabend, offenbar aus den höchsten Kreisen. Kennen Sie sie? Und was bieten Sie als Gegenleistung? Oder denken Sie, ich schenke es Ihnen? Langdale, ich bin in Eile. Ihr Name ist Isadora Klein. Ah ja, die Witwe des deutschen Zuckerbarons. Eine gefeierte Schönheit. Sie ist die gefeierte Schönheit. Ah. Sie ist verlobt. Und wird schon bald den jugendlichen Duke of Lomond ehelichen. Was erzählt Pike noch? Etwas über Sie und Maybelly? Gar nichts. Ich frage mich,
ob es wohl um kompromittierende Briefe geht, die sie aufgrund der bevorstehenden Hochzeit an sich bringen möchte. Liebesbriefe? Naja. Nein, es steckt mehr dahinter. Gut, hören Sie mir zu. Sie werden heute Nacht kein Auge zutun in den drei Giebeln. Den Revolver nicht aus der Hand legen. Und wie verbringen Sie den Abend? Ich werde den Fall aus einer anderen Perspektive untersuchen und mich der Hauptperson zuwenden. Also, was hast du mir zu berichten, Miguel? Diese dumme Susan hat das Maberly-Haus verlassen. Sie ist weg? Angeblich wurde sie von Sherlock Holmes dazu gezwungen. Offensichtlich ist er doch in Harrow aufgetaucht. Sherlock Holmes? Dann sind sie wohl nicht deutlich genug gewesen. Fein. Also, Mr. Sherlock Holmes ist hinter uns her. Zumindest hat er die alte Lady aufgesucht, aber er ging mit leeren Händen, das wissen wir. Wir verlieren Zeit, Miguel. Wir müssen es erledigen. Heute noch. Ich war auf dem Weg nach Indien, um eine Stelle als Gouvernante anzutreten, als ich meinem lieben Mortimer begegnete. Er kehrte von dort zurück. Ha, das ist der Hut, den er damals getragen hat. Der ist mehr als 60 Jahre alt. Und Sie sind nie nach Indien gefahren? Nein, ich wollte einfach bei ihm bleiben. Eine verrückte Zeit. Er arbeitete als Vertreter und war ziemlich arm. Ein Bauchschmerzmittel, genau das war es, was er verkaufte. Aber tief in seinem Herzen war er ein Abenteurer. Ach du meine Güte, wohin wir reisen wollten, durch die ganze Welt und zurück. Wir sind hier nie weggekommen. Ist das hier Ihr Mortimer mit Douglas? Ja, ist denn das zu fassen, dass ich das aufbewahrt habe? Wie wundervoll! Oh, die zwei waren vernarrt ineinander. Sie waren sich ja auch unglaublich ähnlich, fast ein bisschen so wie Zwillinge. Und was war mit seiner Mutter und seinem Vater? Mein Sohn und seine Frau sind beim Bergsteigen in Schottland ums Leben gekommen. Douglas war damals gerade 2 Jahre alt. Mortimer und ich haben ihn dann großgezogen. Es geht um einen Fall in Harrow. Und um ihre zukünftige Schwiegertochter. Und eine verstorbene Bekanntschaft von ihr. Die Geschichte ist nicht besonders erfreulich. Es betrifft ihre Vergangenheit. Ich wusste es. Bitte sprechen Sie. Das kann ich noch nicht. Sie müssen, mein Sohn will diese Frau bald heiraten. Ah. Mein so geliebter Junge. Er ist besessen von dieser Frau. Wenn Sie etwas über sie wissen, sagen Sie es. Selbst wenn es einen großen Skandal bedeutet, sagen Sie es. Oh, nein. Ein Skandal wird sich wohl vermeiden lassen. Kann ich noch irgendetwas für Sie tun? Dieses Gespräch mit Ihnen genügt mir schon. Auch wenn es Mrs. Klein nicht gefallen haben wird, mich hier zu sehen. Mrs. Klein. Harry würde sich im Grabe umdrehen. Das werde ich zu verhindern wissen. Mr. Holmes, aufwachen bitte. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie. Sie müssen aufstehen, Mr. Holmes. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten für Sie. Der Doktor, er wurde brutal niedergeschlagen draußen in Harrow. Keine Sorge, er ist am Leben. Er hat uns telegrafiert, oder vielmehr sein Anwalt, aber ich soll Ihnen auf jeden Fall ausrichten, dass Sie sofort nach Harrow kommen sollen. Und ich habe zum Abendessen eine Makrele für ihn gekauft. Dora, wo ist Dr. Watson?
Hast oben, Sir. Ah, und wie geht's ihm? Das weiß ich nicht. Er hat aber gefrühstückt. Die Dame des Hauses? Sie ruht sich aus, Sir. Sie ist nicht schwer verletzt, aber sie steht unter Schock. So wie wir alle. Du lieber Himmel, was ist Ihnen denn widerfahren? Was ist passiert? Sie möchten bitte sofort zu der gnädigen Frau kommen, Mr. Holmes, Sir. Oh. Holmes, sie ist furchtbar geschwächt. Denken Sie dran. Doktor, Sie kommen allein zurecht. Mr. Holmes, wie nett von Ihnen. Wie geht es Ihnen? Ich lebe noch. Dank Ihres tapferen Freundes Dr. Watson. Hat er es ihm wieder abnehmen können? Was bitte? Natürlich, das wissen Sie ja gar nicht. Mr. Holmes, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Ich habe gedacht, es wäre unwichtig, aber ich habe mich gründlich geirrt. In der Nacht vor seiner Beerdigung hatte ich plötzlich eine Eingebung, das Manuskript zu lesen. Ich verstand sofort, dass es die Geschichte seines Lebens war. Diese Frau, ich kannte ja nicht mal ihren Namen. Doch der Skandal, den es geben würde, ich wusste, er würde furchtbar werden. Ich schloss dieses Buch weg, doch wegen des Gesprächs mit Dr. Watson fiel es mir dann wieder ein. Und dann wurden Sie überfallen? Ja, irgend so ein Kerl ist es gewesen, der mir das Manuskript einfach geraubt hat. Ein Blatt konnte ich retten. Eine Seite konnte ich in Sicherheit bringen. Ah! Wo ist sie? Wo ist die Seite? Miguel! Miguel! Da fehlt was. Wo ist das letzte Blatt? Er hat es. Ich weiß, dass er es hat. Es fehlt nur eine Seite? Carina, nicht mal dieser Sherlock Holmes kann... Vernichte es, hörst du? Vernichte es! Ich fahre nach Cricklewood. Die Deckung hoch und die Lust, die rechte Führhand. Steve. Grosvenor Square, vor 5 Monaten. Das war ich nicht, Mr. Holmes. Nein, das hängen Sie mir nicht an. Es spielt keine Rolle, an wessen Fuß tritt. Douglas Maberly starb. Sie alle sind schuldig. Ah, Susan. Susan. Sie führen also die Geschäfte, während Ihr Mann im Gefängnis sitzt. Erinnern Sie sich noch an Mrs. Barney Stockdale Watson? Oh ja. Seien Sie vorsichtig, Holmes. Sie verschwinden, und zwar ganz schnell. Ihretwegen werdet ihr für den Überfall gestern Nacht im Gefängnis landen. Und ihre Chefin wiederum, Mrs. Klein vom Grosvenor Square, wird zusehen, wenn ihr alle wegen Mordes am Galgen hängt. Es sei denn, ihr tut, was ich sage. Und das wäre klug. Ihr solltet euch an Perkins erinnern, in Holborn. Watson? Nicht. Ah, Madame. Sie schon wieder. Wenn Sie uns etwas zu sagen haben, beeilen Sie sich, bevor ich Sie rauswerfe. Nein, ich habe Mr. Holmes bereits erwartet. Geh bitte. Ich lasse dich doch nicht allein mit Geh, diesem... Geh, James. Geh. Ich bin überrascht, dass Sie erst jetzt kommen. Ich bin überrascht, dass Sie geglaubt haben, Sie könnten mich einschüchtern. Kein Mann könnte meinen Beruf ausüben, wenn die Gefahr ihn nicht anziehen würde. Sie sind ein Gentleman. Ich werde Sie wie einen Freund behandeln. Das kann ich Ihnen meinerseits nicht versprechen. Ich weiß, es war dumm, einen mutigen Mann wie Sie bedrohen zu wollen. Zweifellos, doch für eine intelligente Frau wie Sie war es noch viel ungeschickter, sich einer Bande von Halunken auszuliefern, die sie erpressen und verraten werden. So völlig naiv bin ich nicht.
Keiner von denen hat die leiseste Ahnung, wer ihr Auftraggeber ist. Aber Barney Stockdale und seine Frau wissen es. Sie sind loyal. Und verschwiegen. Werden die auch für sie ins Gefängnis gehen? Ja, Mr. Holmes. Dafür werden sie bezahlt. Und, Mr. Haynes Johnson, das ist wohl kaum sein richtiger Name, wofür wird er bezahlt? Miguel ist wie ein Bruder für mich. Im Gegensatz zu den anderen, die arbeiten. Und die wissen nichts von mir. Nur durch mich eventuell. Aber Sie sind ein Gentleman, Mr. Holmes. Sie bewahren das Geheimnis einer Frau. Ha! Ist Mord eins der weiblichen Geheimnisse? Mein Gesicht blutete und mein Magen brannte von den schweren Schlägen. Aber das alles war nichts gegen den Schmerz in meinem Herzen, das fehlende Blatt. Und es gibt einen Zeugen, Mrs. Klein. Den Preisboxer Steve Dixie. Er wird gegen Sie aussagen. Ich vermute, Sie haben es Lommens Mutter erzählt? Was ich der Dame erzählt habe, ist unwichtig. Sie wird die Hochzeit ihres Sohnes kaum verhindern können. Das ist richtig. Glauben Sie denn, dass Sie es können? Oh ja. Und warum wollen Sie das? Etwa, weil ich Ausländerin bin? Sind Sie ein englischer Snob, Mr. Holmes? Na. Wissen Sie, meine Familie ist hoch angesehen in Pernambuco, seit Generationen. Madame, Sie sind der Bastard einer andalusischen Zigeunerin. Hijo de puta! Ich bin neugierig. Und nun händigen Sie mir das Manuskript aus. Nein, lassen Sie das doch. Wie wollen Sie die Asche? In einer Papiertüte? Wieso habe ich bei Ihnen versagt? Ich verlange nur eins von Ihnen. Ich will am Donnerstagmorgen in der Zeitung von der Auflösung Ihrer Verlobung mit dem Duke of Lomond lesen. Und wenn ich mich weigere? Scotland Yard. Untersuchung des Falles und Zeugenvernehmung. Sie haben mich in der Hand. Ich hoffe, das ist alles. Oder wollen Sie noch mehr? Was meinen Sie, wie viel wird wohl eine Weltreise kosten? Erster Klasse natürlich. Warten Sie. Sie werden einen Scheck über 5000 Pfund an Mrs. Maberly senden. Das ist ja wohl das Mindeste. Auf Wiedersehen, Mrs. Klein. Ich bin sicher, eines Tages werde ich Sie wieder treffen. Aus diesem Grund ist die bezaubernd schöne Mrs. Klein nach Spanien abgereist. Ihre Familie ist in Pernambuco schon seit Generationen hoch angesehen. Nun ja, ein sehr beschönigender Bericht. Ich frage mich, wie andere darüber denken. Verheimlichung einer Straftat. Mord? Doch der wäre nicht zu beweisen gewesen. Mrs. Klein hat jedoch gelernt, dass sie nicht ewig mit scharfem Werkzeug hantieren kann, ohne sich ins eigene Fleisch zu schneiden. Die Zeit arbeitet gegen sie. Wollen wir gehen? Selbst die reichsten Männer haben irgendwo ihre Arme verbrannt. Streichhölzer!
Sie sind ein Gentleman. Eine Gabe, Sir, eine Gabe. Danke. Gott vergelt Sie, denn wahrhaftig, meine Seele ist am Überlaufen. Möge Ihre Güte nie im Verborgenen blühen, Sir. Dies sagt euer Sklave, arm, gebrechlich, schwach und verachtet, William Shakespeare. Er war ein Gentleman, Sir, und Sie sind es auch. Es war kurz bevor die Lady kam. Lady? Welche Lady? Nun, ich kenne ihren Namen nicht. Die Lady kam, bevor Mr. Holmes weg. In dem Fall habe ich einmal eine ruhige Nacht. Da muss ich wohl an die Tür. Gewiss. Hoffentlich ist es nichts Ernstes. Sicher nicht. Kate, das ist eine Überraschung. Ich befürchte keine sehr erfreuliche. Danke, Mrs. Hudson. Ein Schluck Tee? Ja, das wäre mir willkommen. Ich mache Ihnen viele Umstände. Bitte verzeihen Sie. Liebe Freundin, für Sie bin ich doch immer da. Bitte. Ihre Haushälterin sagte mir, Sie wollten mit Mr. Holmes in den Club. Nun, Sie sehen, ich bin noch hier. Aber Sie wollten weg. Mr. Holmes ist verschwunden. Ich weiß selber nicht, wohin. Wenn das so ist, kann ich Sie nicht mit meinen Problemen belästigen. Oh, Mr. Holmes verschwindet nicht selten. Er tut's fast regelmäßig. Das ist wirklich kein Grund zur Beunruhigung. Aber, warum wollten Sie mich sehen? Sie sind krank und da fahren Sie durch Halblanden. Nein, nicht ich. Isa ist krank. Nein, wenn Isa krank ist, dann suche ich ihn auf. Sie werden ihn nicht antreffen. Sie ahnen aber, wo er ist? Und Sie werden es erraten können. Ich verstehe, Isa ist rückfällig geworden. Opium? Ich befürchte es. Nun, das ist, soweit ich weiß, nicht ganz neu. Sie hätten ihn drängen müssen, sich einer Kur zu unterziehen. Ach, er beschränkt diese Orgien sonst immer nur auf einen Tag. Er verlässt das Haus am Morgen und gegen Abend ist er zurück. Blass und zerschlagen. Und diesmal? Ich habe Isa schon seit 2 Tagen nicht mehr gesehen. Haben Sie eine Vermutung, wo er sich vielleicht aufhält? Hab ich. Ein Etablissement, was sich Goldbarren nennt. Ah. In der Swendham Lane. Ich glaube, da ist er. Aber allein kann ich doch da nicht hin. Oh, nein, 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 nein. Eine Frau, die auf sich hält. 100 Meilen bleibt sie von dort entfernt. Bitte kommen Sie mit. Nein. Aber... Nein, dort werde ich hingehen. Sie gehen heim und wenn Ihr Mann dort ist, wo Sie ihn vermuten, bringe ich ihn garantiert in 2 Stunden wieder. Sein Zustand wird freilich nicht der beste sein. Ihr Tee, Doktor. Ich bedauere, Mrs. Hudson, Sie sind sehr freundlich, doch ich gehe jetzt aus. Mrs. Whitney braucht einen Tee. Und was sage ich Mr. Holmes, wenn er zurückkehrt? Sagen Sie ihm, ich bin auch einmal verschwunden. Schnell zur Swendham Lane, Kutscher. Nein, danke. Ich komme nicht als Gast. Ich suche einen Freund. Ich möchte mit Mr. Isa Whitney sprechen. Watson, wie spät ist es? Es ist 11 Uhr durch. Was für ein Tag? Freitag, der 19. Ich hab gedacht, es wäre Mittwoch. Mittwoch ist es ja auch. Willst mir ja nur Angst machen. Deine Frau wartet auf deine Rückkehr bereits volle 2 Tage. 2 Tage ist lang. Das ist nicht wahr. 2 Pfeifen, 4 Pfeifen. Ich hab's vergessen. Ich hab eine Kutsche, gehen wir heim, komm schon. Muss ich?
Denk an deine Frau. Ihre Liebe. Meine arme Kate. Komm jetzt. Ich bin doch blank. Und der Besitzer will Geld. Da muss ich auch noch für deine Selbstzerstörung bezahlen. Na ja, geh schon raus. Ich kümmere mich darum. Lassen Sie das. Nehmen Sie Ihre Hände weg. Holmes. Um Gottes Willen, was tun Sie denn hier? Ich gehe wie Sie meinem Geschäft nach. Sie haben eine Droschke vor der Tür. Ja. Schicken Sie ihn damit nach Hause. Er sieht nicht so aus, als wäre Unheil zu befürchten. Ich sehe Sie in 5 Minuten wieder. Ja, ich bin es. Ich war überrascht, Sie dort zu finden. Sie glauben doch nicht, es war das Opium, das mich in den Höllenpfuhl gebracht hat. Ich habe gesagt, ich war überrascht, Sie dort zu finden. Auch ich war überrascht, Watson. Ich musste einem Freund helfen. Und ich suchte einen Feind. Einen Feind? Und hätte man mich erkannt, wäre mein Leben nichts mehr wert gewesen. Auch nicht ein Penny. John! Ich bin mitten in einer bemerkenswerten Geschichte. Ich hoffe, Sie hatten kein Opium in der Pfeife. Nur so viel, um an dem Ort nicht aufzufallen. Ich bin unterwegs nach Lee in Kent. Würden Sie mitkommen? Gewiss doch. Vor einigen Jahren kam nach Lee in Kent ein Gentleman mit Namen Neville St. Clair. Er erwarb eine große Villa zu den Zedern. Und etwa ein Jahr später heiratete er die Tochter eines Brauereibesitzers. Jetzt haben sie 2 Kinder. Er besitzt Anteile an verschiedenen Gesellschaften und fährt jeden Morgen nach London, um jeden Abend mit dem 5.14 Uhr Zug von Cannon Street zurückzukehren. Er ist ein Mensch mit maßvollen Gewohnheiten, ein guter Ehemann, ein liebevoller Vater und geschätzt von allen, die ihn kennen. Zu zahlen hat er, soweit sich feststellen ließ, im Moment 88 Pfund und 10 Schillinge, während er 220 Pfund auf seinem Konto hat, bei der Kapital- und Landesbank. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass er in Geldschwierigkeiten war. Ein Mann, der vorbildlich ist. Watson, da war etwas Skepsis in Ihrem Tonfall. Das macht Ihnen keine Ehre. Ich nehme an, Mrs. St. Clair kam mit der Nachricht zu Ihnen, Ihr Mann sei verschwunden. So ist es. Das wiederholt sich ja doch ständig, als ob es so sein muss. Watson, was ist los? Ich beachte Ihre Resignation gegenüber den Schwächen der Welt nicht. Oh, ich bitte Sie doch. Am Montag fuhr St. Clair wie gewöhnlich in die Stadt. Bevor er wegfuhr, versprach er, dass er für die Kinder einen Baukasten kaufen würde. Einen Baukasten? Merken Sie sich's gut. Bald nachdem er weg war, erhielt Mrs. St. Clair ein Telegramm, das besagte, für sie sei ein Paket von beträchtlichem Wert im Wirtschaftsbüro der Aberdeen Schifffahrtsgesellschaft eingetroffen. Sie entschloss sich, in die Stadt zu fahren, ihr Paket zu holen, Mittag zu essen und einzukaufen. Es war Zufall, dass sie sich in der Swendham Lane wiederfand, vor derselben Lasterhöhle, die wir an diesem Abend besuchten, Watson. Und an dieser Stelle hat sich dann etwas recht Sonderbares ereignet. Wen, Madame? Ich muss nach oben. Aber oben ist niemand. Oh doch, mein Mann schaute oben aus dem Fenster. Da ist niemand, glauben Sie es mir doch. Ich kenne doch meinen Mann und habe ihn gesehen. Was tut mein Mann hier? Ich sag's nicht nochmal, oben ist niemand. Sie wurde rausgeworfen? Sie wurde. Diese Lumpen. Der Malaya und dieser Lesker, der Chef des Etablissements, ein Mann mit Vorlieben scheußlichster Art und ein Mörder noch dazu. Ein Mörder läuft frei herum? Ja, die Rückfront des Gebäudes liegt am Fluss. Sie hatte eine Falltür, um Leichen zu beseitigen. Warum wurden die beiden nicht festgenommen? Die Polizei hat einen Krüppel verhaftet. Krüppel? Es gäbe noch viel zu erzählen, aber jetzt sind wir bei den Zedern. Danke sehr. Neuigkeiten? Mrs. St. Clair, ich glaubte, Sie schliefen. Schlaf kommt nicht so leicht, wenn man Sorgen hat. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson, der freundlicherweise bereit ist, mir zu helfen. Mr. Holmes sprach viel von Ihnen. Mrs. St. Clair. Ich nahm mir die Freiheit, den Doktor hierher einzuladen, Sie verzeihen. Und ich nahm mir die Freiheit, ein leichtes Essen vorzubereiten. Oh.
Dr. Watson, nehmen Sie meinen Platz. Oh, wie dürfte ich? Watson, Mrs. Sinclair ist äußerst willensstark. Was sie wünscht, sollten Sie ohne Widerspruch tun. Danke. Nun, Mr. Sherlock Holmes, bevor wir essen, würde ich Ihnen gern ein oder zwei Fragen stellen, auf die ich klare Antworten wünsche. Fragen Sie, Madam. Glauben Sie im Innersten Ihres Herzens, dass Neville am Leben ist? Frank und frei, ich bin nicht hysterisch und neige nicht zu Ohnmachten. Frank und frei, ich glaub's nicht. Sie denken, er ist tot? So ist's. Ermordet? Das sage ich nicht. Vielleicht. An welchem Tag kam er zu Tode? Am Montag. Wie erklären Sie sich dann, dass ich von ihm noch eine Nachricht erhielt? Erst heute. Am Freitag. Nun, Mrs. Sinclair, würden Sie mir bitte einen Gefallen tun? Selbstverständlich. Ich habe Dr. Watson erzählt, was geschah, bevor man Sie zwang, die Kaschemme zu verlassen. Würden Sie das Weitere noch einmal erzählen? Für Dr. Watson? Auch für mich. Ich habe einiges zu überdenken nach diesem Brief. Ich bitte Sie um die Güte. Aber ja doch. Ich bin nicht die Frau, die es sich gefallen lässt, von einem wichtigen Ort vertrieben zu werden. Ich suchte und fand Polizeihilfe. Zwei Constable und Inspektor... Bradstreet. Und kehrten zurück zum Wirtshaus. Ja. Die Zeitspanne zwischen den zwei Besuchen war... Etwa 20 Minuten. Die bewusste Tür war nicht verschlossen. Obwohl ich mir sicher war, dass sie dieser Lesker hinter mir verriegelt hatte. Ich möchte einen Blick in die oberen Zimmer werfen. Inspektor, da ist nichts. Constable, Sie warten. Es war in dem Raum. Genauso wie ich es sagte. Es ist kein Mensch hier. Und vielleicht in dem Zimmer? Sie müssen sich vor diesem Gentleman nicht fürchten, Mrs. Sinclair. Er ist ein alter Freund der Polizei. Sie wissen ja, Inspektor, wie schon Gilbert geschrieben hat, der Polizist ist doch dafür den armen Mann. Mr. Boone ist professioneller Bettler. Nein, wieso denn Bettler? Handel mit Streichhölzern. Dieser Mann wohnt hier? Ja. Sie sagten mir, niemand wohnt hier. Madame, ein Bettler ist niemand. Wenn wir verletzt werden, dann bluten wir. Shakespeare, Mr. Boone, ich habe es schon einmal von Ihnen gehört. Inspektor. Die Thames, Mrs. Sinclair. Und ein großes Fenster. Mrs. Sinclair, ein Haus und ein Fluss eng nebeneinander heißt nicht automatisch gewaltsamer Tod. War er vorhin hier? Ja. War noch jemand hier? Oh nein, doch, ich war so einsam wie eine Wolke. Tennissen. Ach, Worthworth, Inspektor. Dort unten stand ich. Und ich sah ihn. Mrs. Sinclair, dass er je hier war, dafür gibt es keinen Anhaltspunkt. Das sind Bausteine, Inspektor. Ja, das sehe ich auch. Mein Mann musste heute wie immer in die Stadt. Als er abfuhr, sagte er mir, er wolle Bausteine kaufen, weil unsere Kinder so gern damit spielen. Ach so? Hat einer von euch Bausteine gekauft? Aus dem Alter sind wir raus, Inspektor.
Inspektor, das hier ist die Kleidung meines Mannes. Donnerwetter. Ich kann Ihnen jedes Stück im Detail beschreiben, wenn Sie es wünschen. Mein Mann ließ arbeiten bei Mr. Snott. Sie werden im Anzug sein Firmenzeichen finden. Von da an glaubte Inspektor Bradstreet an die Wahrheit meiner Geschichte. Er und seine Männer untersuchten intensiv das Gebäude und fanden einen Blutfleck auf dem Fenstersims. Die Durchsuchung des Malayen, des Lesker und Boons war ergebnislos. Sie fanden ebenso wenig den Mantel meines Mannes. Seinen Mantel? Das Kleidungsstück, welches bis dahin fehlte. Solange Flut war. Ganz schönes Gewicht, Sir. Ist mit was beschmiert worden. Es waren 421 Pennies und 270 Halfpence, die in die Tasche des Mantels gesteckt waren. Was schlussfolgern Sie, Watson? Sprechen Sie es frei aus, Dr. Watson. Ich weiß, dass ich mit jeder Wahrheit rechnen muss, so schrecklich sie ist. Nun, der Mörder muss dann Boone sein, der Bettler. Wer anders käme sonst zu solcher Menge Pennies und Halfpennies? Diese Schlussfolgerung zog auch die Polizei und verhaftete Boone und brachte ihn auf das Revier in der Bow Street. Und trotzdem könnte mein Mann noch am Leben sein. Also, Mrs. Sinclair, dann prüfen wir noch die Gewichtigkeit dieser Nachricht. Darf ich sie dem Doktor vorlesen? Selbstverständlich. Ja. Liebste, habe keine Angst. Es liegt ein großer Irrtum vor und es bedarf einer Weile, ihn richtigzustellen. Warte in Geduld, Neville. Geschrieben mit Bleistift aufs Vorderblatt eines Buchs, Oktavformat, kein Wasserzeichen. Aufgegeben in Gräfsen von einem Mann mit einem schmutzigen Daumen. Das ist nicht die Handschrift Ihres Mannes. Nein. Aber auf der Nachricht. Ganz ohne Zweifel. Seine Handschrift, aber sie zeigt, er war in Eile. Aber der das Kuvert zugeklebt hat, der hat Tabak gekaut, wenn ich nicht irre. Das scheint zwar nicht wichtig. Eine Bagatelle, gewiss, Watson. Aber oft sagen Bagatellen viel aus. Mrs. Sinclair, im Kuvert war doch noch etwas. Sein Siegel? Ja. Mrs. Sinclair, erinnern Sie sich bitte, sprach Ihr Mann jemals von der Swendham Lane? Niemals. Ich vermute, Dr. Watson möchte jetzt eine Frage stellen. Nun, es ist nicht einfach für mich, Sie zu fragen, Mrs. Sinclair, aber gab jemand Anlass zur Annahme, er sei süchtig nach Opium? Er erschien mir immer vollkommen normal. Allerdings muss ich sagen, ich weiß nicht, wie sich zeigt, woran man es erkennt. An Lustlosigkeit, Mangel an Energie, Unfähigkeit zur Konzentration, Apathie. Dr. Watson ist ein Spezialist für die Gefahren der Drogen. Mein Mann war gewiss nicht opiumsüchtig. Genauer gesagt, er ist nicht opiumsüchtig. Mr. Holmes, ich weiß, Sie glauben, mein Mann sei tot. Und mir ist klar, der Brief kann am Montag geschrieben und heute zur Post gebracht worden sein. Und ich weiß, dass die Umstände, wie sie sich uns darstellen, zu der Schlussfolgerung führen müssen, dass er ermordet wurde. Aber gleichzeitig bin ich sicher, dass Neville lebt. Es besteht eine so feste Bindung zwischen uns beiden.
dass ich fühlen würde, wenn ihm was passiert wäre. Helfen Sie mir bitte, ihn zu finden. Watson, wenn Neville St. Clair noch am Leben ist, warum kommt er nicht und demonstriert diesen Fakt? Ich würde sagen, weil er eben nicht mehr am Leben ist, Holmes. Aber diese Nachricht... kann zu jeder Zeit geschrieben sein, vielleicht sogar unter Druck. Oder es ist eine Fälschung. Und der Siegelring? Lässt sich leicht vom Finger abziehen. Speziell, wenn das Opfer tot ist. In der Tat. Vorausgesetzt, die Hypothese stimmt. Neville St. Clair ist tot. Wie aber kam er um? Na, er wurde ermordet. Von wem? Die Polizei meint, es war dieser Boone. Ich sehe keinen Grund, das anzuzweifeln. Nur wenn... Nur wenn was? Er ist ein Krüppel? Ja. Wie stark ist er behindert? Nur ein leichtes Hinken. Medizinische Erfahrungen besagen, die Schwäche eines lahmen Beins wird meistens kompensiert durch besondere Stärke des anderen. Noch nicht zufrieden? Dieser Mann ist professioneller Bettler. Er ist bekannt in der Stadt. Er hat viele Gönner in der Stadt. Ich sah ihn oftmals. Er hat das bemerkenswerte Talent, schlagfertig zu sein und erfreut damit viele Kunden. Na sicher, das klingt harmlos. Aber die Polizei hat ihn verhaftet, nicht den Lesker. Das wollte ich auch wissen und fragte deshalb Inspektor Bradstreet. Nein, ich bin unschuldig. Nein, man darf mich hier nicht einsperren. Offenbar war es doch ein Mord. Und nimmt man eine Aussonderung vor, dann muss Boone der Mörder sein. Das sind die Sachen von Neville St. Clair. Warum sind Sie so überzeugt, dass der Lesker nicht weit verdächtiger ist? Weil Mrs. St. Clair ihren Mann oben am Fenster sah, wo er zurückgerissen wurde. Sie lief durch die untere Tür und stand sofort vor dem Lesker. Während sie sich unterhielten, oder präziser, während der Lesker und sein Gehilfe Mrs. St. Clair aus dem Hause drängten, ging der Kampf oben weiter und führte schließlich, wie wir jetzt wissen, zum Tode von Neville St. Clair. Ein Geschenk zum 21. Geburtstag. Der Mann ist sehr penibel gewesen, kein Kratzer. Welches Motiv für den Mord sehen Sie? Das müssen wir erst noch erforschen. Es riecht nicht nach Opium. Ob es vielleicht Raub war? Nein, nein. Sehen Sie St. Clairs Brieftasche. Zeigen Sie. Steckt voller Geld. Und wie kommen die vielen Münzen in den Mantel? Ich kann noch nichts dazu sagen, Mr. Holmes. Nehmen wir an, Boone tötet St. Clair, nimmt sich seine Bekleidung, in der Hoffnung, sie und ihren Inhalt noch zu nutzen. Er hebt den Toten, er trägt ihn quer durch den Raum, er zwängt ihn durchs offene Fenster, so erklärt sich das Blut auf dem Fenstersims. Er wirft die Leiche runter, worauf sie von der Flut verschlungen wird. Jedoch mitten in dieser Tätigkeit hört er von unten den Wortschwall, mit dem sich Mrs. St. Clair ihren Weg erzwingen will. Er darf keine Zeit verlieren. Die Kleidung muss verschwinden. Als erstes nimmt er den Mantel. Es wird ihm bewusst, dass der nicht sofort untergeht. Das kann er jetzt tun. Er eilt wieder durch den Raum zu irgendeinem Loch, wo er die Früchte seiner Bettelei versteckt hat, stopft alle Münzen, die er fassen kann, in die Tasche seines Mantels hinein und wirft ihn damit ins Wasser. Er wollte mit den anderen Sachen dasselbe tun, doch da trafen ihre Männer ein. Er versteckte die anderen Sachen hinter dem Vorhang und hoffte, das bemerkt keiner. Und es wäre ihm auch gelungen. Wäre Mrs. St. Clair nicht so hartnäckig gewesen. Inspektor, welches Komplott in der Opiumhöhle auch immer geschmiedet wurde, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass der Lesker nicht darin verwickelt sein sollte. Ich war in Versuchung, ihn gleich zu verhaften. Ich schicke jetzt ein paar Männer zu ihm hin. Nein, bitte, Inspektor. Wenn Sie erlauben werden, empfehle ich eine andere Strategie. Und welche? Ich besuche die Opiumhöhle. Ganz diskret.
inkognito. Dann wissen wir vielleicht mehr. Und Holmes, was ergab sich? Gar nichts. Erkennen Sie ans Watson? Nein, ich sehe kein Motiv. Aber ich sehe da eine Frau. Welche, trotz aller objektiven Umstände, glaubt, ihr Mann sei noch am Leben. Und Sie sagten bei vielen Gelegenheiten, dass die Empfindungen einer Frau manchmal wertvoller sind als die Schlussfolgerungen eines analytischen Denkers. Nehmen wir an, er ist noch am Leben. Wo ist er? Da habe ich keine Ahnung. Aber ich habe jetzt einen dringenden Wunsch. Es ist weit nach 4 Uhr morgens. Darf ich jetzt schlafen? Sicherlich. Danke. Wie spät ist es? Es dämmert. Ich hatte 2 Stunden Schlaf. Ich wüsste gerne, ob Sie aus alter Freundschaft den Schlaf überwinden und das Aufwachen in Betracht ziehen. Ich schätze, Sie haben gute Gründe. Kommen Sie mit auf eine Fahrt? Sicherlich, aber muss es so früh sein? Ich habe eine kleine Theorie zu testen. Ist Ihr Leben in Gefahr? Ganz gewiss nicht. Vielleicht überprüfen wir Ihre Theorie ein wenig später. Ich sehe Sie in 5 Minuten unten. 5 Minuten. Also, auf geht's, Nelson. Sie besitzen die große Gabe des Schweigens, Watson. Das macht Sie ziemlich unbezahlbar als Gefährten. Watson, Sie befinden sich in der Nähe eines der absolutesten Narren Europas. Sie übertreiben wieder hoch. Ich verdiene Fußtritte von hier bis Charing Cross. In dem Moment, als Sie mich aufrufen. Ich habe den Schlüssel, Watson, hier in dieser Reisetasche. Guten Morgen, Gentlemen. Watson, ich war blind wie ein Maulwurf, aber es ist besser, man sieht die Wahrheit später, als wenn man sie niemals sieht. Bereit, Street. Bradstreet, ich rief Sie wegen dieses Bettlers an, Boom. Er ist in der Zelle, Mr. Holmes. Was kann ich für Sie tun? Ich würde ihn gern noch einmal sehen. Wahrscheinlich schläft er. Wie wahrscheinlich der größte Teil der Bevölkerung schläft, Holmes. Also gut, Mr. Holmes. Dr. Watson, bitte da entlang. Lassen Sie doch Ihre Tasche im Büro, Mr. Holmes. Ich nehme sie mit. Sie enthält den Schlüssel. Er ist ein übler Strolch. Schmutzig und wäscht sich doch nicht. Sagt, Waschen schwächt die Widerstandskraft. Er schläft. Ist wahrhaftig eine Schönheit. Inspektor, würden Sie die große Güte haben, mir die Tür sehr leise zu öffnen? Gentlemen, ich möchte vorstellen, das ist Mr. Neville St. Clair aus Lee in der Grafschaft Kent. Das ist kaum zu fassen. Ja, es ist wahr. Und was bitte wird mir denn vorgeworfen? Die Anklage lautet Mord an Mr. Neville St. Clair. Ja, da müsste ich mich ja ermordet haben. Ich bin 27 Jahre Polizist. Das habe ich noch nicht erlebt. Es ist also offensichtlich kein Verbrechen begangen worden. Ich werde hier illegal festgehalten. Meine Stärke ist wie die Stärke von 10, weil ich weiß, mein Herz ist rein. Alfred Lord Tennyson. Sie belogen Ihre Frau, Mr. St. Clair. Das soll nicht schmutzig sein. Ich versichere Ihnen, dass ich eher bereit zu Gefängnis war. Sogar zur Hinrichtung, als mein elendes Geheimnis meiner Frau und den Kindern zu entdecken. Jetzt ist alles aufgedeckt, Mr. St. Clair. So sei es denn. Mein Vater war Schulmeister in Chesterfield.
Ich bekam eine sehr gute Erziehung. Ich reiste, ging dann zum Theater und wurde schließlich Reporter für eine Zeitung in London. Eines Tages wollte der Herausgeber eine Reportage über das Betteln in der Metropole und ich sollte sie ihm schreiben. Dazu wurden Sie ein Bettler? Ja. Und Ihre Erfahrungen aus der Theaterzeit machten sich bezahlt? Ja. Ja, so war es. Ja, ich schminkte mir mein Gesicht und machte mich so bemitleidenswert wie nur möglich. Ich legte mir Schrammen zu, die schlimm aussahen. Ich verzog meine Lippen mit Hilfe eines fleischfarbenen Pflasters, stülpte mir dunkle Haare auf und kleidete mich in Lumpen, suchte mir einen Platz im belebtesten Viertel der Metropole. Ich gab vor, ich verkaufe Zündhölzer. Ja, und schon war ich ein Bettler. Und das ging gut? Ja. An einem Tag hatte ich 26 Schilling und 4 Pence. Ich schrieb meinen Artikel für die Zeitung, mein Redakteur war zufrieden und ich dachte, dass es vorbei wäre. Bis ich für einen Freund einen Wechsel gegenzeichnete. Der Freund zahlte nicht und die 25 Pfund fielen auf mich. Mein Gott, wie war ich da verzweifelt? Was konnte man nur tun? Doch zu guter Letzt kam mir der rettende Einfall. Ich ließ mir 14 Tage Urlaub geben, die noch fällig waren, und verbrachte sie an dem Platz, den ich schon kannte, als Bettler. Nach 10 Tagen schon hatte ich so viel Geld, dass ich voll zahlungsfähig war. Und das war die Falle, in die ich tappte. Wie viel haben Sie als Reporter verdient? 2 Pfund die Woche. Wie viel beim Betteln? Ja, so die letzten paar Jahre hatte ich meistens an die 700 Pfund im Jahr. Das ist das Einkommen eines Gentlemans. Kommen Sie, Bradstreet. Schließlich kann man ja sagen, Mr. St. Clair war kein einfacher Bettler. Gewiss, man erwartet von keinem Bettler, dass er sich auskennt bei Shakespeare, Dickens zitiert und die Bibel und neue Melodien singt. Ein Aristokrat unter den Bettlern. Nun, es ist nicht meine Art, mich zu loben. Ich war tüchtig und, wie der Inspektor richtig bemerkte, hatte ich das Einkommen eines Gentlemen. Also lebte ich wie ein Gentleman. Ich kaufte eine Villa in Kent, nahm mir eine wundervolle und respektable Frau und jeden Morgen fuhr ich zu meinen Geschäften in die Stadt. Sie müssen von Anfang an Verbindung mit dem Lesker gehabt haben. Ja, ich bezahlte äußerst großzügig für die Nutzung der oberen Räume. Und dafür verriet er mich nicht. Ich fiel zwar unter die Diebe, aber fand sowas wie Ehre. Nun ja, jeden Morgen wurde ich ein schmutziger, schäbiger Bettler. Und jeden Abend wurde ich dann wieder ein nobler Gentleman. Und was war am Montag? Ich hatte mein Tagewerk beendet und zog mich in meinem Zimmer über der Opiumhöhle um. Zufällig sah ich aus dem Fenster. Und zu meinem Erstaunen und Entsetzen sah ich meine Frau auf der Straße. Ihre Augen waren direkt auf mich gerichtet. Ich rannte los, um den Lesker zu finden. Du darfst sie nicht einlassen. Ich werde sagen, oben ist gar niemand. Vielleicht kommt sie mit der Polizei wieder. Da sage ich eben auch, oben ist gar niemand. Mr. Boone wird oben sein. Und Mr. Boone logiert hier. Er ist mit Recht hier. Neville! Ich wurde nochmals Boone, der Bettler. Und dann fiel mir ein, dass das Zimmer durchsucht werden könnte und meine Kleidungsstücke mich verraten würden. Ich ergriff meinen Mantel, in den ich die Münzen aus meiner Bettentasche gesteckt hatte. Die übrigen Sachen sollten ihm folgen, aber in diesem Moment war die Polizei da. Der Rest ist bekannt. Wir fanden Blut auf dem Fenster, Sims. In meiner Hast beim Fenster öffnen hatte ich mich geschnitten. Eine kleine Schramme. Doch die bewirkte, dass ich verhaftet wurde.
weil ich verdächtig war, mich selbst ermordet zu haben. Und dadurch fügten Sie Ihrer Frau viel Schmerz zu. Aber ich schrieb ihr eine Nachricht. Sie gaben sie dem Lesker, nicht wahr? Ja. Der sie nicht gleich abschickte. Sie kam erst gestern an. Er legte sie wahrscheinlich in die Hände eines zufällig anwesenden Seemanns. Oh, ich werde es mir niemals vergeben können, dass ich zu meiner Frau so grausam gewesen bin. Kann ich jetzt heimgehen? Ja, aber unter einer Voraussetzung, Mr. St. Clair. Was Sie wollen. Es gibt niemals wieder einen Jubun.